Sieh du auch? Also ich bin not amused diese Woche, aber gut, das wird wahrscheinlich an meinem Lieblingsteam liegen. Aber yes, dann machen wir es so wie immer, fangen unten an. Sido startet. Let's go. Ja, also warum du nicht amused bist, das werden wir dann, glaube ich, im oberen Viertel sehen. Ich muss sagen, unten wieder bei uns viele ähnliche Sachen. Ich muss erstmal vorab diese Woche zu meinem sagen, ich bin, was die Platzierung der Teams angeht, bei mir echt mega zufrieden, was da rausgekommen ist. Aber dadurch sind irgendwie manche Sprünge, muss ich ehrlich sagen, die Teams haben, also das Plus und Minus, was immer dahinter steht, manchmal nicht so, wie ich es gerne gehabt hätte, aber das ließ sich dann nicht ändern. Das sieht man zum Beispiel bei den Panthers. Ich weiß nicht, ob ich die Panthers für diese Niederlage -5 gegeben hätte, aber es hat nicht anders gepasst. Es kam auch noch dazu, dass die Lions gegen die Packers gewonnen haben und ich denen auf jeden Fall ein paar Spots nach oben setzen wollte, und dann habe ich letztendlich die beiden einfach getauscht. Die Lions sind bei mir 5 hoch, die Panthers sind bei mir 5 runter, auch wenn es war eine eindeutige Niederlage, aber gegen ein gutes Team. Und sie haben auch nicht wenig Punkte gemacht. Ansonsten sind bei mir die Packers nochmal deutlich runtergerutscht und jetzt sogar tatsächlich ein Spot unter den Lions, was jetzt so ein bisschen nochmal das Matchup widerspiegelt, das bei dir nicht ganz passiert, wie ich gesehen habe. Ja, genau, weil ich denke halt, wenn die nochmal gegeneinander spielen würden, dann gewinnen die Packers. Da war halt schon viel nicht Glück auf unserer Seite, aber ich glaube zum Beispiel nicht, dass Aaron Rodgers nochmal 3 Picks wirft, wenn wir gegen die spielen. Deswegen habe ich gedacht, okay, Packers sind vermutlich noch das bessere Team, damit kann ich leben, solange wir die Spiele gewinnen, aus welchen Gründen auch immer. Ansonsten habe ich ehrlich nicht wirklich was zu sagen zu unserem unteren Drittel, unseren unteren Rankings hier. Ist, wie gesagt, sehr ähnlich. Und da du ja auch schon mal meintest, wir haben dieses Jahr kein so wirklich krass schlechtes Team. Bleibt halt dabei. Jetzt sind es mal wieder die Texans, vielleicht dann nächste Woche wer anders. Wir haben beide die Colts relativ tief fallen lassen, was vermutlich bei uns beiden eine Mischung war aus Performance und dann jetzt ganz Coaching-Chaos. Deswegen, ja, geh ich mit einem. Ich muss noch sagen, mich hat es ein bisschen gewundert, dass bei dir die Raiders geblieben sind. Aber was halt wieder krass ist, ist, die Raiders sind bei dir trotzdem noch niedriger als bei mir. Ja, Ähm, deswegen. für diese, für diese, ich weiß nicht, ob sie 17-0 geführt haben, aber ich glaube, sie haben sogar 17-0 geführt und haben dann am Ende noch gegen die Jaguars verloren. Dafür musste ich sie auf jeden Fall runtersetzen. Trotzdem sind sie bei mir immer noch auf 24 und bei dir waren sie halt einfach letzte Woche schon tiefer. Das Einzige, was mir jetzt noch aufgefallen ist, so ein bisschen im Vergleich zu dem mittleren Segment, ist einfach, dass bei dir die Falcons noch im letzten Drittel sind. Ich weiß nicht genau, warum sie bei mir in der Mitte sind, aber ich sag's, glaube ich, habe es schon ein paar Mal jetzt auch gesagt. Die Division ist halt einfach schwach, deswegen sehen sie vielleicht besser aus, als sie eigentlich sind. Aber sie haben echt viele Spiele knapp verloren. Jetzt auch gegen die Chargers war das eine knappe Sache und ich würde sogar fast sagen, eine Glückssache für die Chargers, dass sie da noch gewonnen haben. Deswegen werden wir gleich sehen, sind die bei mir auf jeden Fall immer noch im mittleren Drittel. Ja, ich habe sie auch einen hochgesetzt, weil sie gegen die Chargers gut ausgesehen haben, aber für mehr hat es dann einfach nicht gereicht. Ich glaube, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, wer dann bei mir auf 22 kam und so weiter. Ja, wenn man sich die Mitte anguckt, da muss ich jetzt sagen, habe ich endlich mal die Saints ordentlich runterrutschen lassen. Wir haben es jetzt mehrere Wochen hintereinander irgendwann angesprochen, dass die irgendwie immer noch relativ hoch waren, obwohl sie laufend am Verlieren sind. Ja, okay, abgesehen jetzt von dem Spiel gegen die Raiders. Aber trotzdem musste ich sie jetzt einfach runtersetzen und -5 sieht wahrscheinlich wieder ganz schön hart aus, aber sie waren bei mir vorher halt einfach auf der 12 und das klopft am oberen Drittel an und da sind die Saints auf jeden Fall momentan nicht mehr. Bei dir gleiches Spiel wieder wie bei den Raiders, du hast sie so gelassen, aber trotzdem sind sie bei dir immer noch niedriger. Und ja, wir sind jetzt wieder bei unserem berühmten Mischmasch in der Mitte angekommen. Ja, genau, Soße, alles der gleiche Quatsch. Du hast die Bengals eins hochgesetzt. Ich habe die Bengals da gelassen, weil das halt so ein sehr, sehr Ausreißerspiel war. Da weiß ich nicht, ob das konstant ist. Ich habe die Chargers 2 runtergesetzt, du auch. Wir haben beide die Jaguars hochgesetzt, ich 3, du 4. Also wir denken da bei dem ganzen Zeug schon ähnlich. Beide Rams 2 runter. Du hast die Patriots 5 hochgesetzt, ich habe die gelassen, aber am Ende sind wir auch wieder im gleichen Bereich. Also das ist schon sehr, sehr ähnlich bei uns immer. Ja, das Patriots-Ding, witzig, dass du es noch sagst, glaube ich, hätte es sonst vergessen. Das ist wieder sowas,
Das ist einfach passiert, weil andere runtergerutscht sind. Die Cardinals zum Beispiel sind runtergerutscht. Und die Patriots waren bei mir vergleichsweise relativ tief und haben jetzt aber 2 Wochen hintereinander auf jeden Fall stabil gewonnen, muss man sagen. Und deswegen 5, ja, ist vielleicht ein bisschen zu viel. Ansonsten muss ich mich bei 49ers-Fans entschuldigen, dass ich sie 2 runtergesetzt habe. Es ging nicht anders, weil ich bin wieder von oben runtergegangen beim Power Ranking und dann wollte ich eigentlich die Titans, die wir gleich im ersten Drittel sehen, wollte ich lassen auf ihrem Platz, weil sie gut ausgesehen haben gegen die Chiefs. Dann wollte ich die Chargers eigentlich lassen, auch wenn sie ein bisschen gewackelt haben und dann wollte ich die 49ers lassen. Aber dann habe ich gesehen, dass danach die Jets und die Seahawks kamen. Und die konnte ich nicht auf ihrem Spot lassen, deswegen habe ich die beiden dann hochgesetzt, das werden wir gleich sehen. Und deswegen sind die 3 anderen bei mir runtergerutscht, unter anderem halt leider auch die 49ers, auch wenn sie eine Bye-Week hatten. Deswegen, wir haben gesagt, wir versuchen das zu vermeiden, dass Teams in der Bye-Week runterrutschen, aber ich glaube, bei dir sind die Giants auch runtergerutscht. Wollte gerade sagen, bei mir ist genau das Gleiche passiert. Ich wollte die Giants eigentlich nicht runtersetzen, aber dann mussten 2 Teams hoch. Und dann hätte ich die Giants theoretisch minus 2 setzen können, dann hätte ich aber die Bengals 1 runterpushen müssen. Und das nach so einem deutlichen Sieg, wo du zur Halbzeit 35-0 führst, wollte ich jetzt auch nicht machen. Deswegen mussten die Giants dann ein bisschen rutschen. Hat halt damit zu tun, dass mir jetzt Teams in der Woche, wo die Giants sich halt nicht verteidigen konnten, sozusagen so gut gefallen haben, dass ich sage, okay, ich denke, die sind vermutlich besser als die Giants, als das, was ich zuletzt gesehen habe von den Giants. Deswegen, sowas passiert halt mal. Ja, also ich glaube auch, die Giants sind das Team, was den größten Platzierungsunterschied bei uns haben, wenn wir es jetzt mit dem ersten Drittel vergleichen, weil bei mir sind sie halt im ersten Drittel auf 7 und bei dir sind sie noch auf 13 in der Mitte. Ansonsten kann man sehen, wenn man jetzt beim ersten Drittel ist, Jets und Seahawks sind jetzt bei mir endlich da, um ankommen oder vor allem Seahawks haben es endlich geschafft. Ich glaube, ich habe sie jetzt 3 Wochen lang hintereinander mindestens 4 hochgenommen oder so und jetzt haben sie es halt geschafft von ganz unten mal ins obere Drittel. Ansonsten, das Einzige, was glaube ich noch erwähnenswert ist, ist einfach unsere Platzierung ganz oben. Ich wollte die Chiefs nicht hochnehmen, weil das für mich auf jeden Fall zu wenig war gegen die Titans, um ersten Platz zu kriegen. Die Bills mussten aber weg von der 1 nach der Niederlage, deswegen Eagles bei mir jetzt wieder auf 1. Wir hatten lange die selben 3 immer in der Reihenfolge, immer Bills, Chiefs, Eagles. Jetzt haben sich bei mir Eagles und Bills mal getauscht. Ich denke, es ist nicht so ein großer Unterschied zu dir, aber ich sehe die Chiefs gerade nicht auf 1. Ja, das ist ja auch unten jetzt bei 10 und 11 und so ist wieder ein gleicher Bereich, beziehungsweise 9 bis 11 ist bei dir auch 9 bis 11, bloß halt ein bisschen durchgemischt. Aber da sehen wir auch den Unterschied. Du hast halt gesagt, okay, das war dir von den Titans nicht gut, von den Chiefs nicht gut genug gegen die Titans. Und ich habe eher gesagt, wow, das war echt gut von den Titans gegen die Chiefs. Deswegen habe ich die Chiefs hochgesetzt und die Titans dann halt auch nochmal ein Stück hoch. Aber am Ende kommen wir wieder im gleichen Bereich an bei 10 und 11. Also das nimmt sich wieder nicht viel. Vikings haben uns beide offensichtlich nicht überzeugt gegen die Commanders, deswegen haben wir die ein bisschen fallen lassen. Bills sind bei uns beiden gefallen. Ich habe die Ravens an den Cowboys vorbeigezogen. Und ansonsten ist da auch nicht viel passiert, genau. Ja, also ich sah ehrlich gesagt lange danach aus, als würden die Vikings verlieren gegen die Commanders. Deswegen, ich weiß nicht, wer es vorhin gesehen hat beim unteren Drittel. Bei mir sind die Commanders auf jeden Fall auch 3 hoch dafür, dass sie sich echt gut geschlagen haben gegen die Vikings. Und für ein Team, was halt bis jetzt nur eine Niederlage hat oder mit einer Niederlage in den Spieltag reingegangen ist, war das viel zu wenig gegen die Commanders. Deswegen sind sie runtergerutscht. Ich weiß, dass Nick komisch guckt, aber so ist es jetzt leider. Der kann auch gar nicht komisch gucken, der ist da selber dran schuld, ne? Weil der hat nämlich angefangen, die ganze Zeit gegen mich zu stechen, wegen Lions, wo du denkst, oh, wenn ihr zur Halbzeit führt, das ist dann eure stärkste Leistung, da, da, da. Da habe ich gesagt, wart's ab, Karma wird dich kriegen. Dann hat Karma ihn erstmal ganz schön hochgenommen und dann habe ich Karma gesagt, nee, lass mal jetzt, Vikings können ruhig gewinnen, dann haben sie gewonnen am Ende. Also, wenn die verloren hätten, wäre nix schuld gewesen. Aber was ganz gut ist, wir haben letzte Woche gesagt, wir hätten gern eine Änderung bei den ersten 3 Teams und jetzt haben wir sie. Ja, aber ich habe auch gesagt, ich hoffe, die Vikings gewinnen, weil wir dann am Ende nächste Woche 2 7-1-Teams gegeneinander haben. Und jetzt haben die Vikings gewonnen, aber die Bills haben verloren. Das ist auch wieder nervig. Hey, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir die Show gefallen hat, dann sei doch das nächste Mal auch mit live bei Twitch dabei, wenn es um 19:30 Uhr wieder heißt, Shut Up mit JD und Sido. Wenn dir dieses Segment gefallen hat, schau dir auch gerne die anderen Segmente hier an und für noch mehr folg uns einfach auf Instagram oder schau direkt auf ballpods.com vorbei.